Guten Tag, liebe Mitbürger. Ich wende mich heute als Stadtverordneter der AfD-Fraktion Münchenberg an Sie, um Sie von einem Vorkommnis zu informieren, was in der Kommunalpolitik äußerst selten auftritt. Nach § 35 der Kommunalverfassung Brandenburg hat jeder Abgeordnete und jede Fraktion das Recht, Beschlussanträge in die Stadtverordnetenversammlung einzubringen. Dieses Recht wurde in Münchenberg zur Stadtverordnetenversammlung oder in Vorbereitung der Stadtverordnetenversammlung am 3.12. gröblichst unterlaufen. Wir haben fristgemäß und formgerecht am Termin 11. Dezember zwei Beschlussvorlagen an den Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Münchenberg, die Bürgermeisterin und den Stadtverordnetenversammlung, den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Herrn Hahnel, eingereicht. Diese beiden Beschlussvorlagen wurden im Ermessen der Bürgermeisterin und des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung für die Stadtverordnetenversammlung nicht registriert und eigenmächtig nicht auf die Tagesordnung und damit der Bevölkerung in der Vorveröffentlichung im Münchenberger Anzeiger und im Ratsinformationssystem der Stadt Münchenberg unterschlagen. In dieser Stadtverordnetenversammlung am 3.12. sprach ich diesen Fakt an, denn erst nach dem Veto der Kommunalaufsicht Zelow wurden diesen beiden Beschlussvorlagen eine Chance in der Stadtverordnetenversammlung gegeben. In diesem Zusammenhang sprach ich Frau Bürgermeisterin Dr. Bakurski und Herrn Stadtverordnetenvorsteher Hahne mein Misstrauen aus. Und um Ihnen diese Beschlussanträge zu erläutern und auch dieses habe ich für die Abgeordneten getan, möchte ich Ihnen das Original dieser Rede, dieser Ansprache an meine Stadtverordnetenkollegen hier vortragen. Zitat: Sehr verehrte Damen und Herren, vor einem Jahr saßen wir im Rathaussaal und hatten ein Patt in der Abstimmung um den Erhalt des Schulstandortes Grundschule Ernst-Thälmann-Straße in Münchenberg. Danach hat, wie ich meine, mit Erfolg der Schulausschuss getagt. Und nur mit einem Ergebnis dieses Schulausschusses sind wir nicht zufrieden. Und zwar nicht zufrieden im Interesse unserer Bürger, im Interesse der Pädagogen und der Kinder. Dieser Schulausschuss hat den Abriss von 4 Gebäuden einschließlich dieser Turnhalle in Stein gemeißelt und die Investitionen in den Schulstandort Bergmannstraße mit einer Containerlösung, wir werden das dann noch im nicht öffentlichen Teil behandeln, lässt ahnen, dass der Schulstandort Bergmannstraße festgeschrieben werden soll. Denn ich brauche Ihnen nichts zu erzählen. Nicht die Corona-Krise, sondern die Misswirtschaft in der Regierung haben bis zu über 2 Billionen Schulden für Deutschland aufgehäuft. Dazu kommt noch die Corona-Krise. Und ich glaube nicht, und Sie können mir gerne das Gegenteil beweisen, dass wir 20, 25, 30 Millionen für eine neue Schule in Münchenberg bekommen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch, dass wir in Münchenberg mal ein Gymnasium hatten. Wir wollen eine funktionierende, ordentliche und gute Schule, Grundschule in Münchenberg. Und unser Antrag dient dazu, Sie zu bitten, vor einer Sicherstellung einer Investition nicht an die vorhandenen Gebäude zu gehen. Der Beschlussvorschlag, wir bitten Sie um Zustimmung zu diesem Beschlussvorschlag. Wenn wir keine Investitionen bekommen, dann können wir am Haarbau für 100.000 Euro, das habe ich recherchiert, eine Außentreppe anbauen und damit dem Bauordnungsamt den größten Wind aus den Segeln nehmen, einschließlich der anderen Dinge. Ich plädiere dafür, darüber nachzudenken, ob wir ein Containerdorf auf der Bergmannstraße errichten wollen. Wenn Sie hier rausgehen, dahinter über 7.000 Quadratmeter Land haben, 7.000 Quadratmeter, die dafür dienen könnten, ein Containerdorf aufzustellen. Und bitteschön, schwierige Bodenverhältnisse gibt es überall in Deutschland. Und bitteschön, etwas Zusammengeschachteltes,
wie wir es nun mal haben, kann man auch durch die Gestaltung einer schönen Umwelt schön machen. Denn so hässlich, und das muss ich jetzt mal deutlich sagen, sind die Gebäude nicht. Und ich brauche Ihnen nicht vorrechnen, wie viel Quadratmeter ein Kindergartenkind braucht und wie viel Quadratmeter Spielfläche im Außenbereich ein Kindergartenkind braucht. Aber ich darf Ihnen sagen, dass der neue Schulausschuss bitte mal darüber nachdenken soll, ob wir dieses Containerdorf, wenn wir es hier in der Ernst-Thälmann-Straße hinter dieser Tankstelle, Turnhalle, Berichtigung des Verfassers, errichten würden, nicht anschließend als Kindergarten genutzt werden könnte. Denn ich habe für 200 Kinder hochgerechnet. 4,50 Meter Quadrat und 10 Meter Spielfläche. Wir brauchen rund 3.450 Quadratmeter Land dafür. Und wir haben über 7.000 Quadratmeter gemeindeeigenes, stadteigenes Gelände hinter uns. Eine wunderschöne Ecke, wenn wir den räudigen Parkplatz wegnehmen, wenn wir die räudigen Betonteiler wegnehmen und wenn wir diese Kurve wegnehmen. Und auch für die Kurve habe ich mir ausgedacht, warum geht die Bushaltestelle da vorn nicht weg und wir führen eine einspurige, mehr brauchen wir ja nicht, Busstrecke auf etwa zwischen dem Haarbau und der Haltestelle. Und meine Damen und Herren, ich gestehe uns allen, die wir Menschen sind, Irrtümer zu. Bitte, bevor Sie an diesem Beschluss festhalten, lassen Sie uns noch mal darüber reden. Ich bin auch kein fertiger Mensch und ich mache auch Fehler. Lassen Sie uns bitte darüber sprechen, ob wir eventuell doch aus unserem Grundschulgelände was machen können. Was nützt es uns, wenn wir dann mal Geld haben und abgerissen haben? Wir haben eine grüne Wiese, ich habe es schon mehrfach gesagt, und wir bauen dann auf der grünen Wiese, weil wir keine 25 Millionen haben, eben einfach mal ein paar noble Eigentumswohnungen. Sie mögen mir bitte heute unterstellen, dass ich Polemik betreibe. Meine Damen und Herren, ich mache es nicht für mich. Ich mache es für Müncheberg. Ich bin für Müncheberg eingestellt, schon seitdem ich Wahleggersdorfer geworden bin, vor über 40 Jahren. Und ich mache es für die Kinder und für die Eltern. Und für die großen Kinder ist es kein Problem, auf die Bergstraße zu kommen. Aber für die Kleinen. Und wer jeden Tag sein Kind dort hochfahren soll, weil eben kein Bus in der Nähe ist, der wird uns das danken. Und deswegen bitte ich, das nochmal zu überlegen. Dafür ist der Schulausschuss da, zu dem wir volles Vertrauen haben. Und dann können wir weiterreden. Und meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für diese Aufmerksamkeit und stelle zugleich den Antrag, dass unsere Beschlussvorlage in geheimer Abstimmung abgestimmt wird. Ich danke Ihnen.